Gut, da sind wir wohl gerade dann, ne? Wähle die Region, die große Halle, um fortzufahren. Ach, das ist hier. Gut. Die berühmte große Halle von Hogwarts. Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an. Einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen, aber wenigstens sind sie markiert, das ist ja voll nett. Dann rennst du nicht rum und denkst dir so, wie komme ich denn jetzt, wo ist denn hier noch was? Das ist ja nett, das ist ja Fanservice. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Es hüpft. Der Anbau der Bibliothek. Ach, hier gibt's echt richtig viele. Professor Weasley hat für dich die Flohflammen in der Haupthalle freigeschaltet. Ach, ich dachte schon, hä, warum ist es grün? Nutze A und D, A oder D oder beide, um die Karte zu drehen. Kotz. Okay, das geht aber noch. Es geht noch. Und begib dich per Schnellreise mit Leertaste zu den Flohflammen in der Haupthalle. Okay, das wird ein bisschen dauern, bis ich das begriffen habe. Ich entschuldige mich jetzt schon für sowas wie war das noch in Part 15? Wisst ihr Bescheid? Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Wieso haben die das abgeschafft mit den Flohflammen? Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Bei Harry ist das ja nicht so. Der hätte das bestimmt auch gut gefunden. Okay, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Musik gibt's auch. Entdeckt Flohflamme. Ach hier. Was haben Sie jetzt vor? Kann ich das Bild kaputt machen? Nö. Das geht nicht, aber ausprobieren wollte ich es trotzdem, auch wenn es fies ist. Und ich laufe mal hier hoch, dann kann ich kurz hier runter gucken. Oh, es ist hell. Okay, dann laufen wir einfach mal Professor Dr. Reanat Weasley hinterher. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Also das war mal hübsch. Zu damaliger Zeit. Und dann, bei Harry war es dann halt voll abgerockt. Der wurde komplett umgebaut, ne? Die haben quasi Hogwarts renoviert und saniert und nicht unbedingt ins Positive. So, das? Was zur Hölle? Schön finde ich das nicht. Gibt's Leute hier, die das schön finden? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Geschmäcker sind halt verschieden. Okay. Hier zwei Sesselchen zum Lesen. Ach, wie süß. Du entfernst dich zu weit vom Professor. Ja, ich laufe ja schon zurück. Oh mein Gott. Unangenehm. Okay. Dann laufe ich ihr jetzt doch mal hinterher. Ich bin überzeugt, dass ich als Einzige in meinem Schlafsaal nicht schnarche. Wenn das so weitergeht, muss ich mir ein Schlafmittel... Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was habe ich denn verloren? Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Apropos, ich wollte ja auch ein Butterbier-Video machen. Das kommt auch noch. Aber dank Corona schmecke ich immer noch nicht so viel.
Und ich kann ja kein Video über etwas machen, was ich nicht schmeck. Und dann euch sagen, oh, das ist total lecker und... Und das wäre doch nicht fair. Für keinen von uns. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Erzählen Sie mir mehr über Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Bestimmt. Danke. Danke, Professor Weasley. Warum ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ich traue hier niemandem. Die könnte eigentlich auch... Also klar, Weasleys waren in der Vergangenheit jetzt nicht böse. Das geht hier niemandem was an. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Das finde ich aber nicht gut, dass sie mich damit beobachten kann. Fühlt sich direkt unangenehmer an. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich wäre gern für mich alleine und würde gern als in der grauen Masse verschwinden und will unbeobachtet bleiben? Ja, das meinte ich damit. Ich hasse es, wenn Lehrer einen so bespitzeln. Okay. Was mache ich denn jetzt hier noch Feines? Ich könnte ja jetzt... Habe ich jetzt hier mit ihm was vor? Sprich mit Professor Figge. Eigentlich würde ich ja zu gerne mal ein bisschen hier entdecken. Und ich verstehe auch nicht, warum hier keiner von denen mit mir reden will. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch keinen einzigen hier kennengelernt. Ich kann doch nicht die ganze Zeit meine Freizeit mit einem Prof verbringen. So, das ist auch voll strange. Ich habe keine Freunde. Das sieht interessant aus. Da gehen wir jetzt hin. Okay, okay, okay. Wow. Gut, dann ab zu Professor Figge. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Was? Ich wollte Sie nicht anlügen. In der Tat, Sir. Ich habe mein Bestes versucht.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Du kannst verfügbare Aufträge auf der Karte verfolgen. Toll, jetzt habe ich den anderen Hinweis nicht gesehen. Dieses Symbol, gelbes Hogwarts-Symbol, zeigt die Hauptaufträge an. Okay. Ja. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Gut. Das ist schön. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Verfolge einen Auftrag mit Rechtsklick. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Accio und Levioso. Oh, wie schön. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Yay! Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Aber vorher hatte doch Mr. Ollivander seinen... Boah, ich werde hier zu bombardieren. Auftrag abgeschlossen, willkommen in Hogwarts. Verzauberten Kompass wirken. Der verzauberte Kompass wird dich zu allem führen, was du verfolgst. Das muss ich mal eben tun. Oh nein! Das hat für mich so leichte 4-Punkte-Zauber-Vibes. Wisst ihr das noch? In welchem Teil war das? 7.1? Da gab es den auch. Okay, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte hier mal eben reingucken. So, Aufträge, keine Aufgaben. Wir haben also einen chilligen Tag. Nein, haben wir nicht. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Stufe 1 benötigt. Dann schlage ich vor, dass wir da jetzt hingehen. Auftrag verfolgen. Okay, so ist der aktiviert. Kann ich da irgendwie schnell hinreisen? Wo muss ich denn überhaupt hin? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in der Region von Hogwarts mit Fähnchen gekennzeichnet und können bei Erkundungen der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Also, das ist die leere Fahne, ne? Hier sowas. Der Anbau der Bibliothek. Ich glaube, dass wir sowas auch mal machen sollten, weil man dadurch auch Belohnungen bekommt. Ich laufe jetzt sowieso hin. Oder? Ich laufe da jetzt eh hin. Ja. Aber vielleicht kann ich da auch schnell hinreisen.
Moment, ich muss das mal testen. Haupthalle? Die Haupthalle von Schloss Hogwarts. Oh nein. Gott, ich muss hier erstmal klarkommen. Ja. Aber wo sehe ich denn, wo ich jetzt gerade bin? Dann bin ich wahrscheinlich lila. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich muss gestehen, bisher ist alles schön, aber es wird mir auch ein bisschen... Oh, ich bin nur die Treppe hochgeflogen mit dem Flohpulver. Manchmal wird mir ein bisschen zu viel gelabert. Aber das haben ja RPGs und so auch an sich, ne? Das ist ja halt ganz oft so. Da darfst du ja gar nicht meckern, ist ja alles noch im Rahmen. So, das wäre jetzt wahrscheinlich falsch. Ich muss wahrscheinlich runter. Egal, wir laufen hier lang. La, 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 la. Oh, hier ist ein Schlüssel. Cool. Okay, hier bin ich richtig. Cool, das sind doch Lenkpflaumen. Soweit ich weiß. Okay, ich bin reizüberflutet. Echt. Echt. Es ist wunderschön, aber es ist sehr viel auf einmal. Und die Kamera, die macht so Motion Blur. Und ich hab das eigentlich schon abgestellt, aber hab's irgendwie immer noch. Krass. Wisst ihr noch, wo ich euch aus Teil 1 gezeigt habe, wie der Wald aussieht? 2001, wie der Wald aussah? Das war heftig. So, da muss ich hin. Aber, Freunde, ich gehe trotzdem noch mal eben bei dieser anderen Dingens vorbei. Map. Da bin ich jetzt schon vorbei. Ich laufe da noch mal kurz hin. Ich will einmal wissen, wie so ein Nebenauftrag aussieht. Weil bisher habe ich nur die Hauptquest gemacht. Sprich mit, oh, mit der alten. Okay. Die habe ich ja schon gefressen. Die Pseudo-Ravenclaw-Tante. Ich darf so reden, wir werden ja böse. Das passt also auch zum Charakter. Leo! Oder nee, Leno. Ich nenne sie jetzt nur noch Leno. Wie sie das wohl findet. Oh, was übersehe ich? Hallo, Leno. Hallo, Lenora. Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du etwas darüber herausgefunden? Gibt es hier noch mehr solcher Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Hast du etwas darüber rausgefunden innerhalb von 2 Sekunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Ist egal, das reicht mir. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Also ich finde ja schön, wenn man so gehoben spricht, aber die Frau übertreibt's. Ich habe mich schon lange das Hirn zermartert. Oh, pardon. Lumos. Das so, ein Zack. Sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ja, das ist in der Nähe.
Das habe ich doch schon mal irgendwo hier gesehen. Aber ich muss auch sagen, dass jede Ecke hier einfach gleich aussieht. So, die Säule. Blick auf die Treppe von schräg rechts, ne? Ist das hier nicht dieses kleine Stück? Ne, da ist keine Statue. Und was mache ich da mit dieser Information? Bringt mir das was? Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Da, Revelio. Und hier ist die Motte. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ja, komm mal mit. Wenn die uns jetzt sehen könnten, dann berechtigterweise können sie uns für durchgeknallt halten. Hier rein. Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Und dass sie dumm ist. Dumm wie Bohnenstrumpf. Lenora, offenbar hattest du ja das Gefühl, dass du eigentlich nach Ravenclaw gehörst. Hiermit muss ich dir leider mitteilen, dass du dich geirrt hast. Du bist wirklich ein Hufflepuff. Okay, nein, das wäre richtig übel. Das können wir natürlich nicht bringen. Aber ich übe schon mal ein bisschen böse sein. Ne? Okay, da unten war noch Revelio. Das machen wir noch kurz. Da war doch noch was. Revelio. Noch eine Buchseite. Statue von Gregor der Kriecher. Handbuchseiten. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde, wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Das ist ja fies. Stufe 2. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was das bedeutet. Ich bin mit dem System noch nicht vertraut. Okay, was haben wir denn hier dazu gewonnen? Sprich mit Lenora Everly. Everly? Lay? Lay? Everly? Und hier? Aufträge. Schließ der Hauptauftrag ab. Belohnung für Erscheinungsbilder der Ausrüstung, legendäre Handschuh. Ach so, 1 von 2. Okay. 1 von 8. Belohnung für Erscheinungsbilder der Ausrüstung, Hogwarts Handschuh. Das haben wir jetzt, ne? Wo ist denn die Nerdbrille? Wie kann ich die jetzt hier anziehen? Erscheinungsbilder, die du gesammelt hast. Eine Brille für den unerschrockenen Entdecker von Hogwarts. Du erhältst sie, indem du Handbuchseiten in Hogwarts findest. Ich würde sie gerne anziehen. Geht das hier? Muss ich die irgendwo abholen? Ausrüstung. Ich hätte mal lesen können, ne? So, wo ist sie denn jetzt hier, die Brille? Da. Okay, die ist cool. Die ziehe ich jetzt an. Verkaufswert 30 Gold. Okay, gut zu wissen. Identifiziere neue Ausrüstung, verkaufe nicht benötigte und erhöhe die Ausrüstungskapazität durch Abschluss von Merlins Prüfungen zwischen deinen Aufträgen. Ich hoffe, dass mich irgendwas daran erinnern wird. Ich werde es sonst vergessen. Revelio-Seiten. Okay, da habt ihr mir jetzt was gezeigt. Dann werde ich ja jetzt überall hier Revelio machen. Okay, coole Sache. Kann ich jetzt hier schon irgendwie Punkte verteilen? Inventar. So, die Brille habe ich an, aber was ist das hier so? Fahre zum Freischalten mit der Hauptgeschichte fort. Okay. Ach Gott. Gut, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal zur Lenora und geben den Brassel da ab, ne?
Das ist der Plan. Das machen wir so. Hier ist noch irgendwo Flohpulver. Ich meine, da gehören auch Doxy-Eier rein. Aber die würden ja gerinnen. Flohflammen? Wer hat sie das gerade gesagt? Weil das war dieselbe Stimme wie von Professor Weasley. Recycelter Sprecher. Verstehe. Ja, guck mal, hier hängt Jamie Lannister. Rebellion. Das fühlte sich gerade irgendwie so an, als würde Revelio hier passen, aber war wohl falsch. Okay, hier kann man noch lang, aber ich entferne mich zu weit, glaube ich. Waren es nur zwei, wieder mal auf Abenteuer oder drei. Okay, hoch und dann rechts. Gut, dann haben wir ja jetzt das Rätsel gelöst. Dann geben wir das jetzt an Lenora weiter, was wir für Infos gesammelt haben. Lenora? Die Brille. Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sag ich nicht. Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich sag einfach, ich bin den Hinweisen gefolgt. Und dann denkt die sich auch so, aber das bin ich auch. Ich bin so viel schlechter. Nein. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Komm, so schwer war das jetzt nicht. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Auftrag abgeschlossen. Schließe neben Beziehungsaufträge ab. Okay. Muss mal ganz kurz gucken, ob sich da jetzt was getan hat noch. Hier ist doch noch was am Leuchten. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Belesene Halbrandbrille. Die habe ich aber nicht an. Ach nee. Ich steig da schon noch durch. Oh Mann. Input, Input, Input. Sammlung. Noch was anderes gesammelt? Ein Ensemble für jene gewandte und raffinierte Person, die das Rätsel des leeren Bilderrahmens gelöst haben. Kobaltblaues Gewand. Habe ich das jetzt hier etwa... Kann ich das anziehen? Hey, bin ich doof? Ach, guck mal, Handschuh. Die sind immer gut, wenn man einen Mord begehen will. Nein. Hier ist noch so ein Halstuch, aber dann sieht man gar nicht mehr meine Hufflepuff-Klamotten. Das habe ich jetzt ausgezogen. Das ziehe ich mal schnell wieder an. Mäntel und Umhänge. Also, ich weiß ja nicht. Nee, den lassen wir mal weg. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir Akio lernen, ne? Das ist ja schon sehr wichtig. Beginne deinen ersten Tag. Besuche den Zauberkunstunterricht. Gut, machen wir das zuerst. Besuche den Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste und danach Open End. Revelio. So, das wär's jetzt, wenn jetzt hier noch so eine Seite rumhängt irgendwo. Vielleicht hier. Pling! Der 4-Punkte-Zauber. Okay, dann laufen wir jetzt hier lang. Oh Gott, das sieht so schön aus mit dem Geglitzer hier. Guten Tag. Das nenne ich mal eine Lampe. Crazy. Hier könnte bestimmt auch was sein. Nee. Na gut. Ich mache jetzt überall nur noch Revelio. Revelio! Einfach mal durchrevelionisieren. Vielleicht ist ja was Schönes dabei. Scheint sich ja doch zu lohnen. Okay, ich vermute jetzt mal, dass ich dieses Spiel hier
mit euch, wenn ihr Bock habt, können wir es auf 100% zocken. Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hier war gerade dieses Feuer, dieses Flohsamen-Ding. Flohsamenschalen. Nein, warte, die waren für was anderes. Die waren, damit man besser kacken kann. Aber das hier müssen wir jetzt auch noch lösen. Ne? Lumos. Lumos. Da war ich noch nie, glaube ich. Aber kann das so weit entfernt sein? Ich meine, das muss ja. Großes Fenster. Da. Da unten. Aber ich war hier noch nie. Revelio. Da hinten ist was. Die Musik. Skelett eines Augury. Augury. Handbuchseiten. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augury. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. War das nicht auch dieses Ding aus Fantastische Tierwesen? Also nicht das, aber konnte nicht noch irgendwer den Tod hervorschreien? Oder irgendwie so?